Moin, moin, heiße ich euch alle und willkommen zu genau richtig FIFA Let's Play FIFA 16. Heute spielen wir ja gegen eins eurer Teams und mit dieser Aufstellung. Im Endeffekt eine Aufstellung, wo man sagt so, ist das jetzt dein Ernst? Ja, das ist es mein Ernst, weil wir unten die Spieler schonen wollen und ja, wir sie schonen wollen. Eigentlich im Endeffekt ist es nur der Grund. So, unser Torwart werden wir wahrscheinlich jetzt ein paar Mal pushen. Den werden wir also, dementsprechend wird der, glaube ich, gesetzt sein beim Immon United November an Abschluss bei dem Best 18. Und jo. So, Transfers, zwei Stück. Zweimal überboten. Das war mir eigentlich schon fast klar. Ja, 1200, dann löschen wir den mal. Und 1400. Dann löschen wir den mal. Ja, wir haben noch zwei Stück gekriegt. Ah, okay. 1000 geboten für beide. So, entweder sind jetzt beide, ich wollte schon gerade sagen, entweder sind beide wieder überboten worden oder wie auch immer. Ja, wieso, weshalb, warum, weiß ich noch nicht. So, wir gehen hier wieder drauf und das heißt im Endeffekt, wenn ich das Spiel gepostet habe, werden wir hier natürlich die beiden Spieler draufsetzen und dann wieder 3 Tage. Das heißt, ihr könnt wieder nachrechnen. Falls ihr diesen Kanal hier mit Coins unterstützen wollt, könnt ihr das nur über die Transfers tun. Ja, ich glaube, das kann man das überhaupt noch? Also, ich habe ja letztens hatte letztens gesagt, so von wegen, das kann man nicht mehr, aber ich möchte mal gerne wissen, ob man das kann oder nicht. Palacio, das sieht man nirgendwo, den Namen. Das ist eigentlich schade. Spieler des Tages. Nö. Nö, weil diesmal war das so, dass ich das kurz mal davor gemacht habe, einfach mal 1000 übergesetzt habe, deswegen, also einfach 1000 geguckt, so von wegen, den und den Spieler, 1000, ja, passt schon oder passt nicht. So, jo. Dann geht's jetzt los. Also Team der Woche hatten wir schon mal gespielt, heute gegen das Team des Bekannten, Freundes, wie auch immer, man kann es so oder so wieder selber bezeichnen. Also unser Team, natürlich Immon United. Und wir spielen mit unserem Heimdress, weil wir spielen zu Hause schließlich. Und dieses Mal dabei ist. Ist er dabei überhaupt? Ist er nicht dabei? Das ist ja auch oft gesagt, so von wegen. Ja, ist er dabei. Da, sehr schön. Also, gegen World Stars, weil im Endeffekt hier kein anderes Team zur Verfügung steht. Eigentlich, im Endeffekt hat er mir ein anderes Team gesagt. Okay, ist er völlig in Ordnung. Ja, und oder. Wurde gesagt, und oder. Gucken wir uns das Team natürlich vorher mal an und wir sehen im Endeffekt, dass dieses Team ein Bronze-Team ist, das was natürlich extrem, extrem gut ist, weil dann weiß ich zumindest, dass der auch genauso spielt wie wir. Wir lassen ihn mal in Rot spielen. So, Halbprofi können wir hochstellen auf Profi. Ja, bald ist Winter und dann wird es auch endlich mal schneien in diesem Spiel, damit wir. Eigentlich im Endeffekt kann ich jetzt die aktuelle Uhrzeit nicht einstellen, aber es ist draußen dunkel. Also passt das schon. Regnet, tut es nicht. Dementsprechend würde ich mal sagen, es ist ein ausgeglichenes Spiel. Ich bin völlig überrascht. Ist einfach so. Marcinho, FC Marcinho gegen Immon United. Los kann's gehen. So, Skill. Müssen wir das? Nö. Müssen wir das? Nö. Ja, aber wir sehen auf jeden Fall, es gibt mittlerweile einen Konkurrenten für Let's Play Big Boss. Und das ist Sambesi Gamer. Einen herzlichen Gruß dahin. Und ich hoffe mal, dass ihr da draußen vielleicht auch noch ein bisschen da auch mit skillt. Es sind nämlich 8 Stück nur dabei. 8 von, wie viele sind hier, haben hier FIFA schon angezockt? 25. 8 von 25, naja. Muss man so oder so sehen. So, also, heute in unserem schönen Stadion und heute wieder gegen ein Team von euch. Heute, jo, das wird interessant. Erst recht, weil dieses Team unserem Team relativ gleich aufgestellt ist. Also, ungefähr, würde ich mal sagen. Wenn nicht, dann ja, dann kann man das auch wieder so oder so sehen. Was mich auch positiv, was ich total positiv finde. Weil ich finde das ja auch doof, wenn jetzt irgendwie voll geskillte Teams und dies, das, Ananas. Ist auch ein bisschen doof. Aber nun gut. Aber nun gut.
So, also, die Aufstellung ist richtig. Die Trainer ist immer das Gleiche. Es ist immer das Gleiche. Ja. Und damit geht's los, würde ich mal sagen, das Spiel. Ja, ich. Ne, das ist ja meine Beschwerde an mich selber. Es ist unglaublich, dass das immer noch nicht so ganz hinhaut mit dem Bild bei mir. Ich habe ja schon mal erwähnt vor einiger Weile, dass bei mir kurioserweise, also im Endeffekt sehe ich jetzt ein hell, ja, ein weißes Team mit schwarzen Hosen gegen ein komplett rotes Team auf einem violetten Rasen. Also das ist natürlich interessant, aber andersrum, ihr seht das auch Gott sei Dank in Originalverfassung. Ich habe das in der Aufnahme geguckt, jupp, sieht man in der Originalverfassung. Ich dagegen nicht und dementsprechend, das versuche ich dann jedes Mal nochmal auszubügeln. Erste Chance für unser Team und das war gerade mal nicht so gut. Andersrum, ich würde mal sagen, ich hatte ja vor einiger Weile gesagt, so von wegen Form und so, persönlich glaube ich momentan, heute ist meine Form irgendwie, glaube ich, von 20 eine 7. Es ist, ja, es ist eine halbe Katastrophe. Wieso, weshalb, warum? Man darf nicht zu euphorisiert sein, sagen wir es so. Die letzten Tage liefen bei mir hier überraschend gut. Das habt ihr auch gesehen. Die liefen auch, es war auch viel, viel Glück dabei. Und genau deswegen ist das halt auch so, dass das vielleicht heute dann eine ganz, ganz schlechte Partie wird. Erst recht mit dem Bild. Wenn ihr jetzt da draußen sagt, so von wegen, ja, was redest du vom Bild her und sonst was? Ich weiß den Fehler, ich weiß den Fehler. Mein Ausgabegerät hat Farbfehler momentan. Das ist interessant, ich müsste mich da wirklich drum kümmern. Jetzt färbt sich das langsam rot ein, das ist auch schön. aber ich hoffe, ich kann die Spieler noch erkennen, das ist... zumindest sieht man mein Gelb, das ist schön. Und ganz ehrlich, wenn das so hochgeladen werden würde, Mann, ihr würdet alle sagen, Alter, hör auf. Also, wenn du sogar das mit dem Bild nicht mehr hinkriegst, dann hör auf. Oh, schön pariert! Der Keeper auf Position bislang. Der hat richtig schöne Paraden bislang geliefert. Jetzt vielleicht das nächste. Nee, also irgendwie, wie gesagt, das ist, liegt an der Form, das liegt an allem möglichen Kram. Aber wir müssen ja auch nicht jetzt hier irgendwie jeden Gegner abschießen. Obwohl, das ist das, was ich ja auch eben meinte, dieses Übermütige. Bestimmt verkacken wir das Ding jetzt auch noch. Und das wäre dann die erste Niederlage, ne? Und das gegen ein Team von euch. Dann könnt ihr euch auf jeden Fall was einbilden drauf. Freistoß. Aus gefährlicher Situation. Aber wir wissen ja, dass wir das eigentlich nicht großartig nutzen können. Rodley. Mit der Nummer 3. Ja, wir haben schon oft Bekanntschaften mit der Nummer 3 in der Verteidigung gemacht. So. Daraufhin, auf dieses hat man mir gesagt, dass ich zweimal tippen soll. Zweimal Kreis. Okay. Ja, das sieht jetzt nicht so schön aus, ehrlich gesagt. Aber okay. Wenn das so sein soll, dann soll das so sein, würde ich mal sagen. So, jetzt aber. Ja, danke schön, Heroes. Danke schön, Williams. 1:0, 23. Minute. Und dann ist auf jeden Fall schon mal ein Punkt gesetzt, die Nummer 5 trifft. Und jetzt hört ihr auch noch ein Rauschen, das ist doch total bescheuert. Ich hab ja hier noch, ein bisschen. Jupp, jetzt sehe ich das Bild wieder klar und deutlich, ich bin begeistert. Oh je. So ein Let's Player, der einfach das mit dem Bild nicht hinkriegt, ist traurig. Aber im Endeffekt, ich weiß, woran es wahrscheinlich liegt. Es liegt wahrscheinlich am HDMI-Kabel. Dass das so ein bisschen
entweder das ein Defekt hat und oder mein Ausgangskabel eben das nicht so ganz, also mein Ausgangsport nicht mehr so ganz heil ist. Das wäre natürlich extrem bitter, müsste ich mir ein neues Aufnahmegerät holen. Aber ich glaube, dann würde ich mir auf jeden Fall ein anderes kaufen, weil ja, Elgato ist zwar eine gute Sache, aber ich weiß nicht. So eine TV-Karte, einige Let's Player benutzen ja TV-Karte und sonst was. Mein Fernseher ist ein Fernseher, im Endeffekt, das ist ein Grundding. Ja, jetzt hat er schon wieder diesen Bildmangel. Ist ein Grundding, so ein ganz altes Ding noch. Also ich glaube, das ist jetzt noch gerade so, gerade drüber, über diese Röhrenfunktion. Das heißt also, er ist schon Flachbildschirm, aber im Endeffekt ein kleiner und... Das war eine gute Parade, würde ich sagen. Also, dass der das hier noch gerade so schafft, ein Röhrenfernseher zu sein. Gerade so ein Flachbildfernseher zu sein. Den habe ich aber jetzt auch noch nicht so lange. Obwohl, naja, seit 2012. Damals schon erzählt. So, TV-Karte funktioniert dementsprechend noch nicht, weil ich glaube, das gab es damals noch gar nicht. Also so die Idee so von wegen, hey, TV-Karte. Ich bin froh, dass der HDMI hat. Und jetzt vielleicht die nächste Chance. Ja, da laufen wir direkt auf den Torwart zu. Aber der Torwart auch nicht gerade mit der besten Parade. Also so darf das eigentlich auch nicht sein. Ah, gut gemacht. So, aber man sieht auf jeden Fall den Formabfall. Hoffe ich mal. Also, ich denke mal. Dass wir normalerweise so nicht spielen. Ja, 1:0 gegen ein Team, was wirklich ziemlich stark ist, finde ich, aus meiner Sicht. Also, okay, vielleicht war auch Bloopergeist Team einfach völlig schlecht. Also, das kann natürlich sein. Aber das ist dann eben so. Ja, also der kann hier keine TV-Karte. Und dann hatte ich überlegt, so von wegen, na, wie können wir denn sonst so ändern? Weil wenn der Elgato jetzt wirklich kaputt gehen sollte, dann müsste ich ja wieder über alte Aufnahmeverfassungen aufnehmen. Aber ich glaube, ja, obwohl das ist dann ja nicht mehr HD, ne? Dann beschweren sich wieder ganz viele. Dann sagen sie mir, es ist dann nicht HD, was willst du? Mach HD! Naja. So, Möglichkeit für den Gegner. Müssen wir mal hier ganz souverän auspendeln und dann führen wir zur Halbzeit mit 1:0 einem Ergebnis, wo man sagen muss, ja, also, wenn du jetzt besser in Form gewesen wärst, dann wäre das heute wahrscheinlich ein bisschen anders gelaufen. Weil da haben wir echt einige Schüsse abgegeben, wo du dir denkst, das kann nicht wahr sein. Das kann wirklich nicht wahr sein. O'Kane ist unser Kapitän. Vielleicht stellen wir den nochmal um. Aber gucken wir einfach mal. So, versuchen wir mal durchzupacen. Kriegen keinen Elfmeter. Ja, ich weiß, der Elfmeter. Immer mal wieder gern gesehen bei mir. Also, grundsätzlich versuche ich da jetzt hier bei Ultimate Team. Opa! Viele Elfmeter rauszuholen und der hat den auch so schön pariert. Der stand aber auch nur. Also, er war direkt auf dem Mann drauf. Muss natürlich auch dann wieder hier schauen, wie das geht. So, okay, mit dem Eckball. Und oh, in den Pfosten. Also da kannst du natürlich auch extrem Pech haben, ne? Na, ah, nächste Parade. Also der Keeper ist echt schwierig zu überwinden. Also da haben wir schon mal andere Torhüter gehabt, die wirklich deutlich einfacher waren. Ja, eine gute Wahl also mit dem Keeper. Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass das wirklich... also entweder der Torwart ist wirklich gut oder meine Form ist so schlecht. Ja, abseits. Hab ich gesehen. Oder meine Form ist so schlecht, dass ich einfach wirklich... dass der Keeper gerade glänzen kann. Kann auch sein. So, Bild ist wieder original.
Das heißt auf jeden Fall, dass wir, wenn der Formmangel da ist, dass man eigentlich grundsätzlich nicht so spielen sollte. Aber hey, dann habt ihr ein bisschen mehr Spaß dran. Formmangel deutet ja mal gleich darauf hin, dass das, dass die Spiele deutlich spannender werden. Und auch interessanter, wobei, naja, wenn man ständig irgendwelche Fehlpässe abgibt oder irgendwas anderes, dann, ja, dann ist das, glaube ich, nicht spannender, aber andersrum, boah, ne? Ach ja, der Flo hat ja immer noch seinen Kanal, ich weiß nicht, ob alle das schon wissen, ne? Der Flo hat einen Let's Play-Kanal mittlerweile, Fancy Flow heißt der, könnt ihr gerne abonnieren, könnt ihr gerne euch anschauen. Ich glaube, der freut sich über jeden Zuschauer und jeden Abonnenten, also wenn ihr drauf Lust habt. Flo zockt wird es dann wahrscheinlich hier, wie gesagt, nicht mehr geben, weil der Flo ja schon spielt, also bloß auf dem eigenen Kanal oder sowas in der Art. So. Jetzt wollen wir aber den Gegner jetzt hier nicht kommen lassen, einfach von wegen, oh ja. Oder? Oh, Gott sei Dank ging der daneben. So, Wechsel beim Gegner. Einmal Rechtsverteidiger raus, Stürmer rein. Also das ist natürlich eine Sache für sich. Wenn ihr jetzt einen Stürmer setzt, andersrum, ich habe diesmal ja nicht geguckt, wie sonst immer, so von wegen, gibt es überhaupt Auswechselspieler? Also natürlich, der Computer braucht immer, wer als Notfalllösung, immer neue Verteidiger. Also es kann immer mal sein, dass ein Verteidiger ausgewechselt werden muss, wegen Verletzung, wegen Ermüdigkeit, wegen allen möglichen Schmodder. So. Aber hier jetzt ein 1-0 über die Bühne zu bringen, ist natürlich auch so eine Peinlichkeit, ne? Fast schon. Also wir sind deutlich dominanter als der Gegner. Aber das kennt man ja immer mal wieder beim Fußball. Da ist der Gegner deutlich schlechter. Trotzdem spielt der sich hier 0-1 oder wie auch immer das raus. Letztens auch beim Bundesligaspiel zwischen Werder Bremen und dem Bayern München. 2-0! Und das war aber mit mehr Glück als alles andere. Da haben wir aber richtig viel Glück gehabt, dass der überhaupt so reingegangen ist. Der Keeper hat den wiedergekriegt, aber dann, ja, dann ist er glücklicherweise für uns noch gegen die Latte gegangen und dann rein das Ding. Schauen wir uns das nochmal an. Ja, er hat ihn eigentlich gekriegt. So, und da ist natürlich dann wiederum die Klasse des Keepers wieder die Schuldige. Aber ich finde das überhaupt nicht. Der hat einen richtig guten Job bislang gemacht, der Torwart. Und das kann man so auch sehen. So, nächste Chance. Dieses Mal gibt es Elfmeter. Also das ist auch ein ganz klares Ding. So, es gibt in irgendwie fast jedem Teil einen Elfmeter, glaube ich. Es gibt auch die gelbe Karte. Ich dachte schon, es gibt die rote Karte, weil es sah stark danach aus, nach der Po-Karte. Ja, daher kommt das ja auch. Ne? Die Arschkarte kommt aus dem Fußball. Na, die rote Karte eben. So, Williams mit der Chance zum Doppelpack. Und in Jan Räke geschickt. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. 3-0. Relativ früh hintereinander. Ich habe hier das 1-0 nicht auf irgendwas verwaltet. Absolut nicht. Es ging einfach nicht höher. Es ging nicht besser, es ging nicht höher. Und jetzt führen wir hier 3-0. Und urplötzlich ist das Ding völlig anders. Und urplötzlich denkt man sich, das ist doch 3-0. Wenn ihr euch das angeguckt habt, so vorher, nachher, also vorher, ne? Dann denkt ihr auch so von wegen, was kann doch nicht sein? Das steht da bis zur 70. Minute 1-0 und dann sowas. Das ist jetzt keine Formexplosion, absolut nicht. Ihr habt gesehen, es waren zwei, es war ein Gegentor, was ja, sagen wir mal so, glücklich war für uns. Und das andere Ding war ein Elfmeter. So, Freistoß. Wechsel, ja, offensiv, defensiv rein für offensiv. Also, da hat er wahrscheinlich irgendwas falsch gemacht, falsch eingestellt, whatever. So, jetzt die nächste Möglichkeit. Ja, wegklären. So, jetzt gucken wir, jetzt können wir ihn auskontern.
weil im Endeffekt nur ein einziger Spieler da steht. So, den müssen wir jetzt... Ja, den müssen wir jetzt eigentlich nur überwinden. Wir hätten auch in Richtung Elfmeterraum gehen können, aber ich glaube, das ist so in Ordnung. Und Kopfball und drin ist er. 4-0. Williams Hedrick. So, und jetzt kann man sich natürlich wieder denken, was ist das denn? Wie gesagt, nach 70 Minuten 1-0 und auf einmal kommt ein nach dem anderen Schlag. Aber das ist manchmal auch eine Sache der Energie, würde ich mal sagen. Wir sind ja sehr energiesparend gegenüber unseren Gegnern, glaube ich. Und ja, 4-0, also die Sache ist gegessen, würde ich mal sagen. Also hier ist doch keine Überraschung passiert, wobei ich das persönlich schon finde. Also entweder ich habe jetzt einen extrem hohen Formanstieg urplötzlich und oder der Gegner wird müde. Gegner kann einfach jetzt nichts mehr so ganz dagegen halten. Was natürlich für mich auch gut wäre, ne? Wenn der Gegner nicht mehr gegenhalten kann. Dann sieht das Ergebnis zwar deutlich falscher aus, als es in Wirklichkeit war. Also wie gesagt, ein 1-0 wäre vollkommen in Ordnung gewesen. Aber dass es am Ende dann doch so deutlich wird, das ist ja schon ein bisschen, das ist schon ein bisschen krass. Aus meiner Sicht. Also ich finde, das Team ist wirklich ganz gut aufgestellt. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass... Ja, jetzt wird der Star-Spieler ausgewechselt. Es liegt auch vielleicht ein bisschen daran, dass das Konzept ähnlich ist, meines Konzepts. Also vielleicht. Wenn ja, dann wäre es richtig genial. Also, dass die meine Challenge besteht ja darin, dass wir Spieler kaufen und die dann in einem Monat nur nutzen dürfen. Und im nächsten Monat dann nicht mehr. Wenn das so eine Challenge ist, ganz ehrlich, dann wäre es richtig genial. Aber nun gut. So, Williams, extra time, 1 minute. Aber ich denke mal 4-0. Ja, muss man jetzt nicht groß sagen, ey, das hätteste aber und dann hätteste und das hätte und ja. Hätte Fahrradkette, würde ich sagen. Und es gibt nochmal, glaube ich, Eckball. Nee, Abstoß. Abstoß von Carsten und dann war's das für jetzt. Jawohl, 4-0 gewonnen. Ich sag mal so viel. Wie gesagt, 1-0 hätte vollkommen gereicht. Aber nachdem das Farbschema bei mir auf dem Bildschirm ordentlich war, ging es auch. Also, jo, so ist das manchmal. Und... ja, Spieler des Tages ist Williams mit einem Hattrick, also wie gesagt, der hat 3 Tore geschossen. Ja, unsere Abwehr hat jetzt nicht gerade dolle gespielt, aber ich glaube, das hätte jetzt auch nicht so groß sein müssen. Jo, Spieler des Tages auf der anderen Seite ist natürlich der Torwart, ganz ehrlich, der hat eine richtig gute Partie abgeliefert und 4 Gegentore, das hat er nicht verdient, aber nun gut. Ist meine Meinung, also kann man jetzt wieder so oder so sehen. Dann sehe ich gerade, wir haben einen Transfer getätigt. Nicht. Wir haben einen Transfer getätigt. Nicht. Gut. Ja, Dupuchy, gucken wir mal, ob ich den kriege oder nicht. Wir sehen uns anscheinend. Doch. Oder? Weiß ich nicht. Da steht eine 1. Ich weiß es noch nicht. Wir sehen uns gleich, denn erstmal machen wir jetzt hier dasselbe erneut anbieten. Jo, machen wir. Wieder beide 3 Tage. Das heißt, ich poste natürlich das Ergebnis, damit ihr dann ungefähr wisst, wie, wo, was. Steht auch vor 5 Tagen und sonst was. Freigeben. Und dann gehen wir auch mal hier weiter. Wir können eigentlich ungefähr gucken, 14 Stunden. Obwohl, man kann ja dann immer nur gestern sehen, ne? Gestern. Tevez. Aha. In deinem Set? In meinem Set? Hatte ich Tevez? Ich hatte Tevez, stimmt, ich hatte Tevez. 3 Stück haben das geliked. Ich dachte gerade, hä, ich hab Tevez? Wann habe ich denn Tevez gezogen? Und ja.
Ich weiß es ehrlich gesagt selber nicht, weil ich Tevez gezogen haben sollte. Aber wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ich hab ihn, ne? Ja. Wenn ihr mögt, schaltet ein. Wenn nicht, dann kann ich niemanden dazu zwingen. Bis zum nächsten Mal und ciao.